Willkommen zum heutigen Livestream. Ich werde heute Banished streamen, beziehungsweise ich habe das Spiel gerade erst gekauft und habe noch keine Ahnung, was mich genau in dem Spiel erwartet. Daher, ja, bin ich gespannt und werde mit euch gemeinsam oder werde euch an meiner Erkundung des Spiels teilhaben lassen. Das Einzige, was ich bisher gemacht habe, ist Banished über die Webseite zu kaufen von Sharing Rock Software. Habe es dann gleichzeitig bei Steam aktiviert, um dort auch die Errungenschaften und die Aktualisierungsupdates mitzubekommen. Ich werde die Hintergrundmusik noch ein bisschen leiser stellen, zumindest was Banished angeht. Mal schauen, die Achievements, was mich natürlich auch interessiert, was sich aktuell erreichen lässt im Spiel. Unter anderem ja, Settlement, Villages, einfach ganz normal erstmal eine Stadt aufzubauen. Ja, auf jeden Fall auch einige Achievements vorhanden und dann werde ich jetzt einfach mal starten und ja. Okay, also es gibt Dörfer. Fangen wir mal mit einer kleinen Stadt an. Mit einem milden Klima. Na gut, lass mal dieses Desaster erstmal noch an, bevor es dann später darum geht. Lassen wir mal die ganzen Standardvoreinstellungen so, wie sie sind und auf in ein neues Spiel. Ich noch keine Ahnung habe, was ich genau in diesem Dorf machen soll oder wie es genau funktioniert. WASD ist Bewegung der Karte. Und sieht so aus, als hätten die jetzt erstmal noch keinen Grund. Nee, die bei 5% Storage. Das okay, also da kommen die ersten, die das Holz rübertragen. Werkzeuge, Kleidung und Alkohol.
Sowas. Kaum ein neues. Okay, das heißt, jetzt müssen noch 30 Einheiten gebaut werden. Workers need to be done to be produced. Relation speed. Bilder. Ich hoffe mal, dass die dann jetzt gleich anfangen, das Haus zu bauen. Ja, die zwei sind schon hier. Okay, da kann ich dann irgendwie nachsteuern.
schauen, ob sich hier in den Optionen irgendwo einstellen lässt, dass er den Ton gar nicht ausschalten soll. Wahrscheinlich bisher noch nicht. Auf jeden Fall, sobald man das Fenster öffnet, sobald ich aus dem Fenster rausgehe, wird das Spiel schon hier. Ja, das wird noch, daran wird noch gearbeitet. Schade, dass das immer gleich ausgeht. Dort wohnen jetzt auch schon zwei Kinder mit drin. Das heißt, die Kinder sind alle versorgt. Weil es gibt ja nur sechs Stück, oder? Ah, nee, eins fehlt noch. Wir haben keine Kinder. Wieso hat sich das Haus da jetzt gelegt? Wir setzen die Tür an die richtige Stelle.
durchschnittlichste Kunden, durchschnittliche Gesundheit, ist alles in Ordnung. Ist jetzt vielleicht gut, mal die erste Ressource und die Autobahn zu machen. Und die hat noch genug Platz. So, das Stockpile. Was ist denn hier das hier? Das hat auch noch genug Platz. Ein Market. Ui. Der ist aber groß. Ich schätze mal, den brauchen wir aktuell noch nicht. Dann kann ich das Zeug auch einfach von da vorne noch holen. Okay, gleich mal Feuerschutz. Kann ich das Ding denn? Ah ja. Okay, mit Q und E kann ich das Bild blockieren lassen. Steine. Ich glaube, das ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, um die zu bauen. Okay, wie komme ich denn jetzt voller Holz? Der sorgt dann dafür, so, ihr habt kein Feuerholz mehr und deswegen ist euch kalt. Das Ganze muss rübergetragen werden. Holz ist noch wieder da, Steine auch. Okay, dann setzen wir gleich mal den Legitim übernehmen. So, genau, dann geben wir die Gesamtzahl auf 5 an, damit die 2 dort arbeiten. Dafür ist die Temperatur noch bei 33 Grad. Das ist Grad Celsius. Kann es doch gar nicht kalt sein, weil wir dann bei 33 Grad Celsius arbeiten müssen. Und hier geht jetzt schon das Holz. Das ist sehr unnötig. Aber ich konnte ja einfach dieses ganze Zeug abholzen. Für die Steine reicht es jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Also beziehungsweise für die zweite Hütte reichen die Steine nicht mehr so rum. So, wo war jetzt nochmal das Problem? Alles ernsthaft.
Okay, ich setze die mal da an die Seite. Und ich mache den Weg hier zu. Du hast immer noch kein Feuerholz. 100 Kartoffeln hat die Zorn rumliegen. Meine Güte. Ganz schön verfressen. Das heißt 50 Kartoffeln pro Person oder wie? Scheint so. Irgendwas so in der Dreh. Nur eine ganz allein. Aber wir haben jetzt alle ein Dach über dem Kopf. Kinderreichste Familie. 973. Wann sind die Kinder denn erwachsen? Aber besonders alt sind die Eltern auch nicht gerade. 13 Jahre. Elf, auch schon alt. Erwachsen, beziehungsweise Arbeiter. Wobei das alt genug ist. Fehlen, alt genug zu sterben, alt genug irgendwas. Oder auch irgendwo ein Soldaten, Armeespruch. Alt genug zu sterben, alt genug zu wählen. Hier zumindest alt genug zu arbeiten, alt genug zu heiraten, alt genug ein eigenes Haus zu haben. Schauen wir mal, wie es weitergeht. So, was fehlt mir jetzt da? Immer noch Steine. Wo komme ich denn her, wenn hier keine Steine mehr rumliegen? Arbeitsplätze.
Holzfällerbund, also hier. Ich das hier nicht zu erhöhen. So, Pharma und Herzbrenn habe ich noch nicht. Fischerman, Fanta. Herbalist sind dann die hier. Das heißt, da brauche ich auch noch jemanden. Schmied, Alkoholbrauer, Kleidungshersteller, Händler. Okay, was ist der Unterschied? Das soll das eine ist der Marketplace. Und das andere sind die ist der Außenhandel. Okay, also um Eisen herzustellen, brauche ich auf jeden Fall mal einen Miner. Ich glaube, ich muss mich erstmal noch um die Nahrungsversorgung kümmern. Ja, es wäre ganz schön, wenn ich da Fruchtsachen bauen soll, aber
brauche ich vielleicht erstmal noch die passende Ressource. Soll ich jetzt die Jungs einfach so in hier mitten reinsetzen? Das wäre zumindest ganz gut, um hier irgendwie die Flächen aufzufüllen. Ist zu groß, ist zu klein. Okay, wie groß muss denn diese Fläche sein? 3x3. 4x5. Also mindestens 4x4. Okay. Das müsste sich doch hier hinten hinbekommen lassen. 4x4 ist doch hier Platz gewesen. Kann ich das noch ausbauen? Okay, jetzt haben wir hier. Automatisch ist nur noch einer eingestellt gewesen. Flau. Ja, wir wollten es automatisch passen. Wie macht das doch mal? Haben die jetzt hier überall kleine Bäume hingesetzt? Das kann ja nicht wahr sein. Das ist doch ein bisschen viel. So, jetzt habe ich noch einen freien Mitarbeiter, beziehungsweise einer, der noch keine Schaffung hat. Hey, wir haben 8 Kinder und 13 Einwohner. Das geht aufwärts.
Kinder ausziehen, wenn die fertig sind. Siedlung, die aber wahrscheinlich bald ziemlich mit ja, Herbst, die wahrscheinlich bald verhungern wird. Oh je. Wie kriege ich denn jetzt hier deutlich mehr nahe Lebensmittel rein? Diejenigen, die sozusagen das ganze Zeug abbauen, sind meine Laborer. Wer ist denn eigentlich krank hier drin? Okay, die sind alle ein bisschen krank. Aber sie sind alle recht glücklich. Mit der Priority setzen. Interface Priority mit die hier einmal. Ja,
hoffentlich alle drei dann dort oben arbeiten. Nicht nach unten. Wie gewöhne ich dir jetzt ab, dass du dort nicht arbeiten kannst? Wenn ich jetzt Medizin habe, dann sollte doch wohl frei in der Lage sein, wieder gesund zu werden. Warum ist das nicht abgebaut worden? Oh ja, abgelehnt. Ah, okay, das muss sogar erst gemacht werden. Okay, jetzt sind alle drei da. Sehr schön. Wo sehe ich eigentlich, dass das Ding eine Priorität hat? Ah, dann kann ich hier auch mal eine Pause einstellen, damit das andere zuerst fertiggestellt wird. Okay, Limit ist erreicht. Das heißt, sowas brauchst du produzieren, nehme ich an. Ja. Gut, das macht nichts. Wir haben eh zu wenig Holz. Und wahrscheinlich werden die Unternehmen ziemlich schnell Firewood 13. Wahrscheinlich wird der bald losgehen und der muss holen. Wir holen die das erste, wenn es noch leer ist. Werden die Bäume gefällt. Sehr schön. Hier ist inzwischen auch alles abgebaut. Das Haus ist fertiggestellt. Können wir das auch fertigstellen lassen? Was ist hier jetzt unten? Einheiten. Wir schleppen 4 Sachen.
überhaupt nichts mehr hinzubringen. Oder sind das die Einheiten, die schon... Das heißt, das schon angezeigt, dass es da wäre, während es noch auf dem Transportweg ist. Oder du hast Steine transportiert, das kann natürlich auch sein. Der bringt Kisten nach Hause. 22. Da muss eine ziemliche Luft in dem Haus sein. Ich kann so viel Zwiebeln essen. Auf jeden Fall ist das mit dem... mit den Lebensmitteln noch nicht besonders gut sichergestellt. Ach, das Ding wird ja auch noch gebaut. Ich hätte nicht gedacht, dass es für die Errichtung so lange dauert. Aber zumindest gab es jetzt genug Holz, um das fertig zu bauen. Jetzt was anderes statt das Zeug zu sammeln. Es sind doch noch gar nicht genug herbe alles da. Also ein so ein Stapel Holz sind. Okay, ist durchaus unterschiedlich. Wenn du jetzt zwei Holzstücke mit dir rumträgst. Jetzt los, jetzt haben wir mal. So, hier kommen wir. Ja, wo kriege ich jetzt was zu essen hier? Kann ich im Winter Pflaumen ernten? Wenn wir 10% haben, werden wir ja wohl kaum. Zwar schön warm, aber nicht zu essen. Blöd. Fishing Dock. 30 Holz und 16 Steine. Ich habe zwar noch nicht genug Steine, aber das sollte sich doch machen lassen. Ja, soll ich das in das Schnell? Ich glaube, ich brauche mal eine Brücke da drüben. Thank you.
Tor zu gut. Steine, um mich fertig zu stellen. Ja, ich habe kein Viehzeug. Das heißt, diese komischen Ziegen sind nicht verfügbar. Haben sie jetzt schon aufgefuttert? Haben sie die Ziegen geschlachtet? Ach, das sind bloß die Jacken. Okay, also keine Tiere da. So war das nicht geplant. Ich frage mich, ob die überhaupt runterkriegen können. Ich glaube, so wird das ein bisschen schwierig. Minus 15 Grad, ach du Schöne. Naja, dann brauchen wir wohl noch ein neues Haus. Arbeit, kein Job, keine Ahnung, wie es weitergeht. Wenn du keinen Job hast, dann such dir doch einen. Das ist aber zum Glück alles, was die eine Person hat. Also nochmal, wo bekomme ich jetzt überhaupt Steine her? Weil ich keine Tiere habe. Wie sieht es denn eigentlich hier mal mit Statistik aus? 366, 27 und 4. Was? Wieso produzierst du denn Steine? Zwei Pflanzen hast du eingesammelt. Das ist aber nicht viel. Es kann überhaupt nicht sein, dass du keinen Job hast. Hey, die Brücke ist schon fertig. Kann ich da drüben auch noch die Sachen abbauen und ich hoffe, die Jäger gehen da drüben jagen. Was soll denn der Förster da drüben machen?
hatte da nicht wirklich eine Pflanze umgesetzt. Also auch hier einmal Kahlschlag. Also was. Wobei verschwindet dann die Tiere schon wieder? Okay, vielleicht sollte ich das doch nicht. Vielleicht will ich Steine abbauen. Da sind wieder Herbals. Das nehme ich an, dass es welche sind. Und das sind wieder Zwiebeln. Am Wald werden die ganzen Zwiebeln geerntet. Wenn die Leute zumindest über den Winter kommen, meine ich noch drum, wirklich ist die Dachung, dass ich eine Begräbnisstätte oder sowas brauche. Die ist ja riesig. Aber hier liegen noch eh noch Steine rum. 40 Steine. Naja, ich könnte die ja gleich mal da abbauen. Ja, 48 Sachen müssen noch removed werden. Ich hoffe mal, das meiste davon sind Steine. Was sind das eigentlich für unterschiedliche Steine? Brauche ich allerdings noch einen Weg dorthin. Oh, das ist ein billiger. Die Steine habe ich nicht. Das heißt, über dieses kurze Stück muss ich schon einen Tunnel bauen, oder wie? Das ist doch mal ein Scherz. Ja, bringt mir das jetzt 56 Steine oder kostet mich das 56 Steine? Ich vermute mal, dass es das kostet. Also schön. Das ist ja ein riesen Umweg. Da werden die doch im Jahr nicht fertig. Naja, aber zumindest komme ich ganz gut durch den Winter. Hey, wo sind meine Arbeitsleute? Das ist die Arbeitsstatistik. Das heißt, hier werden drei Leute gebraucht.
So, komm schon, Einzug. Jetzt kannst du in deine neue Wohnung einziehen, bevor sie dir irgendjemand wegschnappt. Jetzt wegen dir eine Brücke da hinten bauen, damit ich dich wieder befreien kann und du mir da nicht wegstürzt. Dafür, dass du in der ganzen Mitte da hinten rumstehst, ist ja aber ziemlich wenig passiert. Also, Rettungsmission. Gleich jemand anders eingezogen. Ist aber nicht nett. Das heißt, du bist deswegen nicht irgendwie. So, weil die Herdsmen Zum Jagen gibt es hier auf jeden Fall noch mehr als die. Ich wollte doch noch einen Fisch. Zwei Zuschauer. Herzlich willkommen im Stream. Ich weiß nicht, wie lange ihr schon zuschaut. Wenn ihr Fragen habt oder irgendwas
gerne einfach im Chat schreiben. Dauert noch eine Weile, bis die Rettungsmission dann hoffentlich abgeschlossen werden kann. Ich hatte nur noch zwei Herzen, so langsam geht es wieder an. Guckst du da hinten vorne an? Wo ist der andere Bilder? 1, 2, 3, 4. Ey. Er sammelt Ressourcen ein, statt da hinten zu bauen. Ich glaube, ich muss dem mal eine Priorität geben. Increase Priority. Es muss nur Holz angeschafft werden, Leute. Jetzt das Holz rein. Sehr lustig, wie sich die Leute dann die Arbeit teilen. Ach, du bist jetzt wild an. Okay. So wird man seinen Job auch los. Ja, du bist jetzt für die Brücke zuständig. Rettungsaktion kommt eh zu spät.
so, nachdem es mit der Steinwurf halt nicht so wirklich in Gang kommt, erstmal noch für die Nahrungsversorgung eine Fisch. Weiter muss ich genug da sein. Ich brauche eigentlich nur zwei aktuell. Die Sammler können noch eine Armee. Wobei lieber noch ein Jäger dazu. Das heißt, drei gehen auf Bären sammeln und Wurzeln und drei gehen auf Tiere jagen. Ein paar sind auf jeden Fall noch dort. Das heißt, entweder vermehren sie sich gut oder sie werden immer auto. Die haben aber viel Nachwuchs. Vier Rehe. Ich frage mich nur, wie viel sie überhaupt davon jagen gehen. Müssen wir doch eigentlich mal nachschauen können. Letzte Saison 6 Leder produziert und 200 Venetian. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das irgendetwas wie Fleisch bedeutet. Das heißt, ich habe jetzt 2 von 4 Farmen, oder? Aber hier war doch keine Farmen, oder? Okay, das hier sind auch 2 Farmen. Gut, das heißt, ich bräuchte eigentlich ein paar mehr. Nehmen wir nochmal einen Förster weg. Und einen Sammler und die machen die lieber zu Farmen. Damit die hier bei den Sachen besser pflegen. Im Gegensatz zu dem hier, wo die Bäume ja noch anscheinend ähnlich brauchen, bis die mal wachsen, passiert hier zumindest schon mal was. Dann gleich noch ein zweites Feld. Aber dazu muss wieder hier ein bisschen Platz geschaffen werden. Das erste Dorf ist jetzt
eine Stunde und 20 Minuten alt. Bisher sind bis noch keine größeren Katastrophen aufgetreten. Außer dass zwei Leute mal wieder hungern müssen. Wie habt ihr denn eigentlich eingesammelt? Noch gar keine. Also entweder bringt es nichts, die dort hinzusetzen. Wobei, da ist doch was, was ihr einsammeln müsst. Stattdessen sammelst du Holz. Okay, du hast ja wieder aufgehört zu arbeiten. Wird im Moment stillgelegt und wird im Moment nicht gebraucht. Wenn die sterben, kriegen die ihr Werkzeug eigentlich zurück. Das geht mir wahrscheinlich auch ziemlich bald das Werkzeug aus. Bis dahin keine Eisenproduktion aufbauen kann. So, wer baut jetzt hier dran? Warum baut ihr nicht dazu? Das
Jetzt haben sie auf jeden Fall letztes Jahr mehr eingesammelt. Die eigentlich Bären und sowas sammeln sollen. Stattdessen sammeln sie Steine. Teil ist bisher removed worden von ihm. Das hat aber einfach viel zu lange gedauert. Ich werde wahrscheinlich nachher erstmal den Tunnel hier bauen müssen, um da eine vernünftige Erreichbarkeit sicherzustellen. Also im Moment geht mir ziemlich das Nahrung aus. Können nicht mehr als 300 jagen. Da haben sie alle schon erwischt. Vielleicht gibt es noch welche. Die sind auch noch im Einzugsgebiet. Wird das jetzt eigentlich schon wieder nicht weitergebaut? So, weil das Holz ist ein Stein ist jetzt ziemlich sauer. Aber Holz noch nicht. Oh Mann. So, jetzt fällt sich das Land auf den Sinn. Ich wollte sagen, dass sie das nicht mal gekocht wurde. Es wird ja wieder eine vernünftige Straße. Ich hoffe, die laufen alle einfach aus Fällen. Ja, Straßenplanung ist wichtig. Auf der anderen Seite sollte es essen, sofern noch was zusammenkommt, dann hoffentlich länger für die restlichen Reiche. Die dürfen ja halt nicht so viel essen. Also die erste Schwierigkeit ist tatsächlich ausreichend für Nahrung zu sorgen.
9 Einheiten Holz. Ach, das ist Eisen, das dunkle Zeug. Das ist das Zeug, das ist Eisen. Das sind keine Steine. Also Eisen findet sich auch in der freien Natur. Dass uns unsere Pflaumenbäume noch kaputt gehen. So, als nächstes sollten die... Da stehen schon wieder Bären in der Gegend rum. Jetzt wieder hoch, weil jetzt kein Essen zu Hause ist. Mhm. 79% bei Tipps Getreide. Oder sieht eher nach Mais aus. Hier passiert weiter nichts. Wie lange die brauchen, bis die bis es erstmal haben. Was natürlich nur verständlich ist, weil ich die Pflaumen auch im ersten Jahr schon richtig tragen. Aber es ist trotzdem anstrengend, so lange zu warten. Okay, Holz und alles ist jetzt genug da. Zumindest verfügbar. Muss es nur noch gebaut werden. Also noch mal mit Priorität. Ja, das war noch nichts. Es wird schon wieder neues Holz geben. Da nichts zu tun hat, macht ihr sowieso was anderes. Deswegen muss ich nicht umsetzen. Später Sommer. 87%.
hinten noch die Kreuzung abgearbeitet. Der Förster hat nichts zu tun. Ja, bei den vielen Bäumen, die da überall angepflanzt hat. Irgendwann reicht's halt, ne? Das ist der Försterbereich. Wäre jetzt gut, wenn ich irgendwo. Wenn ich den Aktionsradius verschieben könnte. Oder zumindest selber definieren könnte. Bisschen unpraktisch, wenn hier im Endeffekt überall zu Werte geht. Dass sie da mittendrin überall Bäume hinbaut. Und man lassen sich ziemlich schnell beseitigen. Und es wachsen Pilze. Monsterpilze. Da ist wieder ein Herbal. Das ist das nicht herber als das andere. Pilze, Pilze, Pilze. Zwiebeln. Zwiebeln. Ich bin ja mal gespannt, wie viele Fische es nachher gibt. Jetzt muss nur noch gebaut werden. Kirche, gibt es auch keine Kleriker. Winter über uns hereinbringt. Meine Leute dann wieder nichts zu essen haben. 20 Korn. Scheinen wir aber nicht allzu viel zu werden. Das sind jetzt die drei Farmer, die hier das Feld abernten.
Das heißt, ihr könnt maximal 100 Korn tragen. Wobei du jetzt weniger trägst. 20. Schwer zu sagen, wie lange das reicht. Das scheint mir auf jeden Fall deutlich zu wenig zu sein. Gleich was nach Hause. Ja, ja, so haben wir das gern. Naja, Hauptsache, es reicht eine Weile für euch. Schauen, ob in den Hilfeinformationen irgendwas steht. Genau. Später kaufen, dann fällt ihm nicht los. Wo kriege ich überhaupt was her? Okay, das heißt, ich kann im Endeffekt kein Geld sparen, wenn ich das richtig sehe. Sondern ich muss dann einfach nur so viel Zeug verkaufen, damit ich den Preis ausgleichen kann. Okay. Das beantwortet noch nicht meine. Werkzeuge sind noch verfügbar. Hey, da könnte ich schneller wachsen. So, hier wird jetzt mal wieder gar nicht mehr gearbeitet.
die ersten vier sind bereits vorgekommen. Die anderen zum Glück noch nicht. Aber das heißt, das nächste ist... Das nächste ist im Endeffekt die Eisenkette aufzubauen. Das heißt, ich muss was bauen, damit ich Werkzeug herstellen kann. Sollte wahrscheinlich auch wieder ein bisschen entfernter stehen. Wie tatsächlich irgendwann aufregend, dass hier so ein Dreck produziert wird. Wir haben Korn produziert, ist ja lustig. Ich weiß nicht, ob das auch anhand der Personen, die da drin arbeiten, sozusagen berechnet wird. Ich glaube, dass wirklich die Leute sind, die dort angestellt sind. Das heißt, habe ich jetzt die Sammler wieder hochgefahren, weil der aktuell wieder nichts mehr da ist. Ich muss nur hoffen, dass die anderen noch ein bisschen was mehr jagen können. Parallel kann ich auch den Trainer gleich mal bauen. Weil ich denke mal, was zum Anziehen werden wir auch brauchen. Was ist das Fragezeichen? Also das lohnt sich nicht, das Ding da schon zu bauen. Aber die anderen Abbaustellen sind auch nicht besonders praktikabel. Die braucht aber schon Stein, nicht? Die braucht Eisen. Okay, das heißt eigentlich am besten Holzfäller, Forster. Und vorher noch die Aufbauen. Okay, es gibt hier schon noch ein bisschen Feige und vielleicht immerhin. Ich habe jetzt schon zu wenig.
jetzt gerade schon merkt, dass die alle. Ich glaube nicht, dass hier das als blauer Regen anfängt. Das ist falsch. Ey, runter von dem Zelt. Jetzt geht sie arbeiten. Steckst du? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Aha. Achso, stimmt, du bist ja ein General. Du bist ja kein Hunter. Aber es gibt frische Pilze. Wie viele gibt es davon? 22. 22 Pilze. Und wo steckt ihr? Was willst du tun? 560, auf jeden Fall können sie deutlich mehr jagen als nur 200. Jetzt wäre es noch interessant, ob die eigentlich mit der Zeit besser werden. Ob die sowas wie Erfahrungspunkte sammeln. Aber alles braucht seine Zeit. Und der erste Schnee kommt. So, wenn die jetzt alles zu tun haben. Zwiebeln, Beeren. Tippel. Es war aber ein kurzer Winter, beziehungsweise es lag gar nicht lange Schnee. Es hat keiner gehungert. Klingt doch schon mal gut. Das heißt, es dürfen dann wieder ein paar Kinder erwachsen werden. Damit ich mehr Leute habe, die andere Sachen machen können. So. Okay, ich
gerade mit dem Lichthungern. Ab aufs Feld mit euch, Leute. Priorität immer erreicht wird. Wie sehe ich denn, wo noch Prioritäten sind? Kann ich denn in den Wäldern was fahren? Also in den Bäumen was ernten? Also Food Production Programs. Haben doch schon die Bäume hingesetzt. Also hatten die jetzt welche und hatten die jetzt keine. Several years. Okay, also Bäume am Anfang ist eine ganz schlechte Idee. Wenn ich sie schon da habe, werde ich sie stehen lassen, aber es wird sich wohl nicht lohnen, die aufzuhalten. Es werden inzwischen zwar mehr Kinder geboren. Wenn die späten Frühling jetzt schon so weit sind wie jetzt, kann ich schon zweimal im Jahr ernten, dann nicht. Mal auch schon angefangen bei 80% zu lernen.
Jahres über Düsseldorf gebucht hat. Baustelle. Das war jetzt Deutsch. Deutsch Spanisch, Deutsch Spanisch. 2x2 beginnt es. Das heißt, die kann man eigentlich praktischerweise dann überall hinsetzen, wo man gerade lustig ist. Flugzeug haut ab. Hey, zurückkommen. Hier waren die deutlich mehr Fische produziert. Thank you.
wir haben ein Nahrungsmittel überschritten. 248 Fußball an Nahrungsmittel. Das ist sehr beruhigend. Ich werde nicht einstellen, dass sie gelagert werden. Okay, ein Blacksmith bitte. Das heißt eigentlich, du bist freiwillig. Du musst dich doch eigentlich. Wir müssen den Namen finden, dass wir ganz gut geklappt haben. Cola habe ich noch keine, deswegen kann ich kein Bier mehr machen. Ja, die werden ja gerade gebaut, das ist ja kein Problem. Wir können die Meldung eigentlich zwei machen. Was? Es gibt schon wieder nicht mehr genug zu essen. Die Bäumchen sind groß geworden. Erst alles weggeholzt und jetzt wird es. Was ist hier passiert? Wir hätten die ganzen Bäume platt gemacht. Hatten wir zu wenig Pflege, sind sie alle eingegangen. Ja, super. Kannst du euch bis 500 arbeiten? Guck mal, ich muss sicher jetzt in dieser Gesamtstatistik. Lebensmittel da sind. So, dann würde ich jetzt mal den Plan wieder aufnehmen. So, den Tunnel zu bauen. Wahrscheinlich so kurz wie möglich den Tunnel bauen. Hier noch einiges an Steinen abbauen. Das ist ganz praktisch mit dem Auswahl, mit der Auswahl. Und dann noch die Wege wieder. Arbeitest und trotzdem wird nicht genug Werkzeug hergestellt, das gibt's ja nicht. Das Werkzeug schneller kaputt, als du es herstellen kannst.
jeden Fall sieht die Lebensmittelversorgung jetzt ganz gut aus. Moment, wo ist jetzt die Jahreszeit? Also inzwischen gibt es 20. Das heißt, dann kann ich noch einen Fischer dazu nehmen. Schaffen. Wir haben jetzt letztes Jahr 27. Naja, da geht aber mehr. Ja, das ist nicht. Aber es gibt keine mehr, die ohne Werkzeug sind. Das heißt, es haben jetzt alle wieder irgendein Werkzeug, mit dem sie überhaupt nicht arbeiten können. Was macht ihr denn da? Habt ihr jetzt schon wieder gestorben? Okay, der kleine Kreislauf funktioniert. Jetzt wird es Zeit für mehr Steinnachschub zu sorgen. Ihr seid auch lustig. Da habe ich den Weg runtergelegt und jetzt könnt ihr den Baum nicht mehr fällen, oder was? Ich will den Baum da gefällt haben. Den Baum drumherum. Das wird aus der Brücke hier aktuell. Da braucht ja keiner weiter. Ja, gut, dann muss er auch Kuddeln anbieten.
pegelt langsam schon wieder auf. Hey, der Tunnel ist fertig. Na endlich. Dann geht's hier unten weiter. Hier habt ihr noch einige Steine wegzubringen. Eisen ist genug da, Holz auch. Das heißt, die Baustelle kann fertiggestellt werden und ich kann diesen blöden Umweg hier mal wegnehmen. Lasst der Weg jetzt oder räumt ihr den Kuddel tatsächlich weg? Ach, das geht mal. Es gibt jetzt 122 Wege. Okay, ihr habt zwei weniger abgebaut als letztes Jahr. Und mit 60 von 50 wird das Jahr einfach. So, wir machen irgendwie gar nichts. Ja, Eisen werden wir dann schon noch abbauen, sobald das Ganze das ist jetzt los. Okay. Was willst du denn haben? Query. Stonecutter. Ja. 15 Leute. Bei 200 schon aufhören. Naja, auf jeden Fall könnt ihr jetzt mal anfangen, die Ressourcen da hinten abzuholen. Sowieso wird mit den Farmern nichts zu tun, also her mit euch, räumt hier hinten mal auf. Kann ja nicht sein, dass ihr nichts zu tun habt. Hey, dann kann ich auch Kohle bekommen. Das ist gut. Na, das ist ja perfekt. Jetzt will ich direkt in den Berg. Ja. Und wie viel braucht ihr jetzt? 68 Holz, 68 Stein. Naja, wenn die Steine da abgebaut sind, dann sollte das sogar schon reichen. Das sieht doch alles sehr gut aus. Okay, langsam. Es braucht noch mehr Felder.
Cocktail is too large. Okay. Was ist denn das Maximum, was ich bauen kann? Mal 15 oder wie? Okay. Na schön. Dann machen wir nur 15 und bis dort. Maximal 6 Leute kann man auch haben. Geht das für jedes Feld? Jetzt bin ich mal gespannt, wie ihr euch da aufteilt. So, jetzt halt mal. Dort werden jetzt Bohnen angebaut. Da müssen wir ein bisschen abwechseln. Gut. Das ist doch jetzt schon wieder Quatsch. Warum bleibt da nicht einer? Okay, wenn die Felder bestellt werden müssen, aber es könnte doch jetzt noch einer nach den Bäumen schauen. Gleichzeitig abbauen kann, nicht nur die zwei Mietplätze brauchen und Kohle und Steine abzubauen, Kohle und Eisen abzubauen. Nachdem das soweit erledigt ist, wird es vielleicht mal Zeit, dann an Flussseite weiterzubauen. Dann machen wir es der Optik wegen an der anderen Stelle. Egal, mit dem Ausmaß. Wir haben es.
anderen jetzt eigentlich aktuell? Ja, ist doch beides. Jetzt kann ich nicht beides gleichzeitig produzieren. Das ist aber blöd. Vielleicht mal an der Zeit, das Haus aufzuwerten. Dazu ist zu wenig Stein und so weiter. Wie viel hast du denn abgebaut? Zwei. Im letzten Jahr. Ist entweder, dass ich gleich noch eine zweite daneben baue, damit ich beide gleichzeitig einbaue. Oder das dauert ja auch noch genug Eisenwurzel. Also auf jeden Fall eher Platz für vielleicht noch. Okay, also zwei Linien können sozusagen überlappen sein, obwohl du dann wieder entweder im Berg sein musst. Damit die mal weiter in Holz bauen. Die Holz abwerfen. Barry. Hier ist das Holz. Ja, also auch wieder wie üblich, normalerweise im Kloster möglichst weit irgendwo draußen an der Ecke setzen. Da laufen schon wieder die Tiere alle weg. Wie soll ich die denn jagen, wenn die aus dem Einflussbereich entlaufen? Hast du halt hier noch Hunger? Hast du dich verlaufen? Ja, wie bist denn du jetzt da hingekommen? Also wenn du da das Zeug abbauen, das Zeug abbauen konntest, musst du auch in der Lage sein, da wieder zu kommen. Hier Verlauf. Der arme Kerl. Wieso holt eigentlich keiner die Steine ab? Was bist du jetzt von mir oben? Ein Bild. Komm doch bitte mal nach oben zurück. Wohin soll die Stadt nur explodieren? Natürlich die neue Insel. Zumindest
müssen erstmal die Ressourcen hier weg. Da fühlt sich das Lager mit Bohnen, Mais. Ja, der arme Kerl. Ja, aber sie hat sich verlaufen und kommt dann nicht mehr weg. Vielleicht Bauern kann ihre Ressourcen machen. Ich kann sie irgendwie nicht so ganz nachdenken. Sie waren noch vorher da und haben quasi schnell abgehandelt. Ja, wir probieren es nochmal mit einer neuen Brücke, weil irgendwie muss ich auch an die Ressourcen rankommen. Der arme Steinmetz oder Steinemacher ist erschlagen worden. Vielleicht irgendwo hier hinten. Wahrscheinlich in der Steingrube. Ich weiß ja mal mit einer Anzeige, wie viele Steine da noch drin sind. Ja, der ist gerettet. Der ist doch gestorben. So ein Depp. Dann fangen wir hier drüben einfach mal an mit einer neuen Lagerstelle. Also entweder sind das jetzt Heilpflanzen, wovon ich ausgehe. Leider kann ich die nicht umziehen, oder? Na, irgendwann haben die vier Stück weggekommen. Also ich wollte mit einer Storage-Stelle anfangen.
Receiver zu gehen. Aber ja, das sieht doch ganz gut aus. So, ich werde die 3 Stunden noch voll machen. Und dann reicht es erstmal für den ersten Spiele. Für das erste Ausprobieren dieses neuen Spiels. Mal schauen, wann ich die Stadt dann vergrößere und auf die Jagd nach verschiedenen Achievements gehe. Soweit ich es mitbekommen habe, habe ich bisher noch kein einziges bekommen. Aber es geht ja auch erstmal darum, selber zu wissen, was als nächstes zu bauen ist und was und so weiter. Mehr Platz schaffen. Und hier drüben sollen jetzt die Handelsgebäude errichtet werden. Market und Trading. Die alle nahezu riesige Augen haben. Die Map selber ist eher ein bisschen mehr klein. Der muss am Hafen eigentlich nicht werden. Warum sagt mir das denn keiner? Der muss am Wasser eigentlich werden. Ach ja, ihr seid ja wieder lustig. Also, die Dockflächen kann ich sie Wasser errichten. Oh, das ist ja nicht wahr. Ja, Moment, ich kann den Weg wieder abreißen eigentlich. Das muss ich an der Stelle auch noch nichts, weil die nicht in die Docks passen. Dann halt so rum, wenn es nicht alles geht. Wann hören eigentlich die
Kleidung produzieren. Aktuell habe ich, es gibt keine Kinder. Nur die falsche Hürde zu transformieren. 45, 41, 30. Ja, ich vermute mal, dann müssten mal wieder ein paar Leute ausziehen dürfen. Kann ich hier irgendwie ausschalten? Also gut, bauen wir mal noch das erste Steinhaus. Das heißt, es dauert nicht 10 Jahre, bevor die ersten Kinder wieder da sind und neue Arbeiter. Auf jeden Fall lohnt sich hier wahrscheinlich viel mehr so ein Herbal. Sieht mir aber aus, als wäre das ein anderer Korb als der. So, noch 15 Minuten. Dann ist es erstmal genug für die erste Stadt. Mal schauen, was ist jetzt alles noch möglich. Klar, Trading Post und der Market, die sind jetzt noch nicht fertig gebaut. Werden aber sozusagen als nächstes gebaut. Dann, ja, natürlich dieses ganze. Ja, zum Glück haben wir kein Feuer gehabt. Eine Quelle habe ich gar nicht mehr gefunden. Schule. Die Produktiver werden.
16, also der Friedhof muss mindestens 7x7 groß sein. Das bedeutet auch, dass er mindestens 24 Steine kostet. Das heißt 24, das heißt wahrscheinlich auch 24 Grabstellen ganz verfügbar. Das Haus ist fertig. Es sind ein Mann und eine Frau eingezogen, die beide Partner sind. Mit 24 und 37. Ein Mann und Lilly. Gucken wir doch mal, ob man ihn noch ein paar Nachbarn zur Seite stellt. Schnell die anderen neue. Okay, wenn wir jetzt so eine Mauer da drin setzen, dann passen wir aber keine 24. Passen wir 9 Stück rein. Nur 9 Gräber. Bei 24. Ja, wahrscheinlich ist es am praktischsten, das Ding dann so groß wie möglich zu machen. Gut, was denn die maximale Größe ist. Klar, 20 mal 20 ist das Maximum. Ja, mal schauen. Dann sehen wir, wo das Video von der Runde ist. So, du baust jetzt bereits. Das heißt, ich kann den Market jetzt weiterbauen. So, den aufzubauen. Ja, in der Arbeitszeit. Okay. So an sich ist es wahrscheinlich ganz praktisch. Naja, aber da können dann zumindest mal ein paar Flächen so wohnen und sie erstmal finden. Ist das dann so wie bei den anderen Stellen. So einfach. Die Leute nicht. Ich glaube, das hier daneben. Hey, die haben schon das erste Kind bekommen, das ging ja praktisch.
Marke gemacht hat. Es fehlt immer noch ein Stein. Ey, warte mal, hier müssen Steine abholen. Ja, sobald die Farmer alles abgeerntet haben. Hey, es gibt Pflaumen. Es fehlen immer noch 4 Steine. Ein Stein noch. Ja. So, jetzt muss es nur noch gebaut werden. Irgendwo Steine bekommen, die ich mal schnell abbauen. 150. Ja, wenn die Farmer jetzt eh nichts mehr zu tun haben, können sie auch Baumeister werden. Kurz vor dem Winter. Andere Herbalistengebäude werde ich abreißen. Ist hier irgendwie nicht genug damit. Marktplatz arbeiten sollen. Ist auch schon fertig. Wir dort hin und weg einstauen. Ah, mit der Tasse kann ich. Du hast keinen Job. Ach ja, du bist der Herbalist. Keine Sorge, du bist da hinten mein Arbeitsplatz. Auf jeden Fall kann der erste Händler kommen. So. Ich hoffe mal, dass der da drüben jetzt ein bisschen mehr ernten kann. Wie sieht mit den Kindern aus? Okay, die anderen haben jetzt auch schon. Wow, ja, okay.
Moment mal. Ich bin doch gerade mal Jahr 10. Vielleicht drin, Jahr 10. Wie kann denn das sein, dass das Kind schon 5 Jahre alt ist? Also irgendwie scheint das Kind schneller alt zu werden als die Jahre von denen. Ich habe jedes Jahr jede Jahreszeit einmal Geburtstag. Also entweder ist meine Stadt deutlich älter, was sie ja sein muss. 44. Also die Gefahr waren am Anfang schon irgendwie 20 bis 25, aber die scheinen wieder alle 3 Monate Geburtstag zu haben. Ist ja lustig. Ich will auch alle 3 Monate Geburtstag haben. Das ist doch mal eine Aussicht. So, den Training Post noch anstarten. 2 Minuten und 5 Minuten. Naja, dabei fällt mir ein, ich habe überhaupt nicht gespeichert zwischendurch, aber der Autosave arbeitet alle 5 Minuten von daher. Sollte das Ganze schon so passen. So, Holz ist fast schon besser. Natürlich sind die Steine wieder kaum verfügbar. So, wenn ich so an der Land laufe, dann könnte ich auch da lang laufen. Springt über die Brücke. Lasst mich euch springen, so zack. Naja. Die laufen immer noch gut. Aber sie hopsen schon. So, es fehlt an allem. An Steinen, an Eisen. Boah, das ist ja mal ein Fortschritt. Gegenüber 4 vorher, jetzt 6. Damit ist die Gesundheit schon wieder deutlich verbessert für die ganzen Leute. Warum kommen hier keine rein? Gibt es keine, die ausziehen wollen? Nein, das ist mir das so auch drin. Och, Menno. So. Das wird jetzt nicht mehr fertiggestellt. Dafür gibt es hier einen Haufen Kunstkraft. Und die ganzen Sachen sind nicht so voll. Hier wird ja eh alles gelagert. Aber du kannst auch voll werden. 33% hast du jetzt. Nein. Dann werden die ersten Kinder schon bald erwachsen werden. Ja. Genug für die erste Runde. Speichere ich das nochmal kurz ab. Save. Mal gucken. Okay, da ist die letzte. Autosave. Gatlet. Mitten im Winter. Und Achievements sind noch keine. So bei 300 Bewohnern würde ich das erste Achievement an der Stelle kriegen. Ja, da gibt es also noch einiges zu tun, einiges zu probieren. Gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Zuhören und das Interesse und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss.